Willkommen zurück zu einem neuen Part von Wild Arm. Wir befinden uns vor dem Turm von Kardingel und ich würde sagen, wir stürmen die Festung. Okay, wir haben drei Möglichkeiten. Fangen wir links an. Eine Megabeere. Noch eine. Was ist das hier in der Mitte? Gar nichts. Und ab nach oben. Fangen wir hier unten links an. Ein Schalter. Gehen wir direkt unten weiter, schauen wir erstmal, was hier ist, genau. Nektar. Und nochmal Nektar. Ich möchte jetzt aber erstmal, dass es noch getrieben ist. Vielleicht ist das ja sogar wieder ein Rundgang. Nee. Ich weiß nicht, das kommt mir so voll, als würde es da weitergehen. Deshalb gucken wir erstmal, wo es drüben weiterging, beziehungsweise wo wir da hinkommen. Was haben wir hier? Ach, von da komme ich. Na super, hat sich ja echt gelohnt. Aber immerhin hatte ich recht damit, dass es hier weitergeht. Ist hier unten noch irgendwas? Okay. Ach, diese Tür haben wir eben geöffnet. Was sind wir jetzt? Bei einer Zaubermöhre. Und noch einer. Eine Lebensfrucht. Auf der anderen Seite ist dann bestimmt auch noch eine Kiste. Genau. Noch eine Lebensfrucht. Dann gucken wir mal, was uns da drüben erwartet. Eine Megabeere und eine Zaubermöhre. Noch überhaupt nichts. Scheinbar hätte ich vorher woanders hingemusst. Die Tür ist bestimmt verschlossen. Genau. Okay, von wo komme ich denn? Das war ja die klügste Art, hier durch die Tür zu kommen. Je, nur für diesen einen Knopf muss ich jetzt so weit zurücklaufen. Und eine Statue ist erschienen.
Hey, die Tür dürfte jetzt geöffnet sein. Ja. Noch mehr Kisten. Eine Zaubermöhre. Und noch eine. Wow. Eine verschlossene Tür. Eine geöffnete Tür mit einer verschlossenen Türe dahinter. Eine Megabeere und eine Lebensfrucht. Was kann ich damit machen? Überhaupt nichts. Kann ich mit dir quatschen? Kann Jack mit dir quatschen? Auch nicht. Na gut. Eine Megabeere und eine Lebensfrucht hier auch drüben. Achso, ich dachte, ich kann hinterher hüpfen. Da ist die Statue. Weiter geht's. Ich erinnere mich noch, dass man irgendwie nicht auf den linken treten soll. Okay. Okay. Oder doch? Versuchen wir es einfach. Hüpfen wir runter und sonst laufen wir noch eine Runde. Genau, man darf nur die anderen beiden benutzen. Den linken einfach gar nicht. Okay, schauen wir mal, ob das hier mit der Uhrzeit einfach zurückdrehen kann. Ja, super. So, die beiden sind betätigt. Den anderen lassen wir in Ruhe. Ja, genau. Gucken wir erstmal hier unten. Ambrosia. Einmal Nektar. Hier oben. Ah, da unten geht's gar nicht weiter. Metallschild. Das ist bestimmt was für Rudi. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das kriegt er. Oh. Ambrosia. Keine Ahnung, was das ist. Hat irgendwas mit der Tür zu tun? Vielleicht kann man es kaputt machen. Ja. Okay, da oben ist eine Treppe. Oh, die ist ganz schön düster. Links ist nichts.
Ja, das machen wir schon auch wieder kaputt. Oh! Na, was ein Glück, dass ich schon gegangen bin. Wieder sowas Düsteres. Gehen wir mal der Reihe um und gucken wir nach, was wir noch besiegen können. Das war's scheinbar schon. Ein Speicherpunkt. Alles klar, ich würde sagen, wir beenden den Part für heute und schauen dann beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Bis dann!